Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von Trading Card Theta. Heute wollen wir euch, beziehungsweise ich will euch heute mal ein kleines Sammlungsupdate geben, was einfach so die letzten Monate bei mir oder bei uns in die Collection hinzugekommen sind. Diesmal nur auf Yu-Gi-Oh! Bezogen. Ich mache noch ein zweites Video mit meinem Pokémon-Stuff, damit es sich nicht so vermischt, weil ich jetzt nicht weiß, es gibt ja bestimmt Sammler, die nur Yu-Gi-Oh! Sammeln und nur Pokémon und sich dann für das andere jeweils nicht interessieren. Und dementsprechend würde ich dann mal starten. Wir fangen mal, ich habe nämlich ein paar Einzelkarten und ein paar Slabs und ich würde mal einfach mit den Raw-Einzelkarten anfangen. Und zwar haben wir hier Schicksalsheld Dogma in Ultimate Rare First Edition in sehr, sehr, sehr nicem Zustand. Das Einzige ist, dass er unten hier die Ecke so abgefranst hat, sonst hätte ich das safe zu PSA geschickt. Aber das ist mir dann doch eine Nummer zu heiß, kann ich jetzt nicht ganz einschätzen, was es wird, aber an sich ist es eine Mint 9. Aber mit dem, ich weiß jetzt nicht genau, was es wird. Ich meine, ich denke, es kann noch eine 8 werden, aber bei einer 7 wäre ich schon wieder unzufrieden. Dementsprechend bleibt es erstmal vorerst als Near Mint Binder Karte. Dann ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Eine Kettenzerstörung aus Pharaoh Servant, First Edition, Ultra Rare. Denke ich, geht immer gut rein. Und Ruf der Gejagten, auch Pharaoh Servant, Ultra Rare, First Edition. Dann haben wir Cyber Barrier Drache in, ja, gut, sage ich mal, Zustand. Good Light Plate, je nachdem. Ich weiß nicht genau, wie er von hinten aussieht. Ich habe jetzt auch, also manche Karten, wenn es halt Schnapper sind auf Card Market, schlage ich zu oder mal kleinere Auktionen mit 5, 6 Karten in einem Binder. Den Rest, ja, gebe ich meistens dann direkt wieder ab, weil ich ja nicht nur Ultis und so ein Kram sammle oder halt immer die High-Rare-Karten in First Edition. Unlimitiert sammle ich bei Yu-Gi-Oh! Eigentlich gar nicht. Gleich nachher wird eine kommen, aber da sage ich dann noch was zu. Dann haben wir einen Proto-Cyberdrachen in erster Auflage aus Shadows of Infinity. Und Cyber-Laser-Drache in erster Auflage Ulti. Cyber-Drache hier mit einem Knick, aber den habe ich halt relativ günstig gekriegt und die Karte ist halt schon sau beliebt, sau geil. Und die kostet halt dann hier mit schnell mal 300, 400, 500 €. Und weil ich halt eine für einen Binder brauchte, ja, da gebe ich jetzt nicht 500 € für eine Binder-Karte aus. Dann kriegt man so eine hier für einen 30er und das passt dann auch. Dann Cyber-Zwillingsdrache, auch Erstauflage aus Cybernetic Revolutions. Und den Cyber-Enddrache. Gleiches Spiel hier. Dann haben wir noch ein paar E-Heroes. Tempest mit meinem Lieblingsheld, hier mit dem glänzenden Flügelmann zusammen. Auch beide sehr schöne Karten. Und ein Wasserdrache in erster Auflage. Dann Elfenzwillinge in erster Auflage aus Labyrinth of Nightmare. Nochmal Elfenzwillinge und ein Torwächter. Metal Raiders First Edition. Und ein Wiederbelebungsschleim aus Labyrinth of Nightmare. Das waren so ein bisschen die Vintage-Karten, Erstauflage. Dann haben wir hier noch, das ist jetzt wirklich nichts Besonderes, die habe ich glaube ich für 6 € gekauft. Einmal hier den Kartenauswerfer 10-mal. Finde ich, ist einfach eine coole Karte so, aber brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Also, sie sind extrem günstig, aber werde ich irgendwie in einem Binder mal meine Binderseite voll machen. Und dann, ja, hat sich das Thema auch abgehakt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Slabs. Ich sortiere ihn nur ganz kurz nochmal so ein bisschen danach, dass es Sinn macht. In der Zeit könnt ihr ja mal einen Kommentar schreiben, was ihr so bei Yu-Gi-Oh! Am liebsten sammelt. Oder ob ihr grundsätzlich Yu-Gi-Oh! Sammelt. Oder ob ihr zu den Pokémon-Sammlern gehört, die jetzt hier bei dem Yu-Gi-Oh!-Video nochmal so eingeschaltet haben. Würde mich interessieren. Und dann können wir auch theoretisch jetzt direkt starten. Und zwar haben wir einen SDK German First Edition PSA 8. Haben wir uns gesnackt in den letzten Monaten. Der ist sehr, 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 sehr wild. Also klar, eine 8 ist nur eine 8. Aber trotzdem halt sehr selten, sehr teuer. Und halt mit die ikonischste Karte von Yu-Gi-Oh! Überhaupt. Schaut eigentlich auch soweit gut aus. Haben oben ein bisschen Whitening, aber an sich sehr geile Karte. Und dann hier, da bin ich sehr stolz drauf, haben wir die gleiche Karte auch nochmal. German in einer 9. Es ist halt wirklich sehr, sehr krass. Also in Englisch, klar, NA-Karten sind grundsätzlich beliebter. Aber die Deutschen sind halt viel seltener. Und so eine muss man immer erstmal kriegen. Hier gibt es irgendwie Pop 8 oder so. Also ist schon crazy. Und sieht halt einfach mega aus. Also ist eh mit meiner Lieblingskarte. Und dementsprechend bin ich sehr stolz drauf. Und habe jetzt auch dann hier, also die kam jetzt nicht neu dazu, hier die 8, aber jetzt 2 8er und eine 9. Schon mal so ein bisschen Kaiba-like. Macht auf jeden Fall was her. Sehr nice. Dann haben wir hier zwei Ultis, einmal den Elementalheld Flammflügelmann in der PSA 9 First Edition, The Lost Millennium. Das ist auch was sehr, sehr, sehr krasses. Und ein Cyber Barrier Drachen hier. Ja, das ist jetzt nicht so besonders, aber trotzdem eine 8. Weil ich habe ja meine Cyberkarten auch alle in der Slab, also habe ich die auch noch gebraucht.
Passt auf jeden Fall. Zwei coole Karten. Dann kommt ein bisschen ein A-Krams. Hier haben wir einen dunklen Magier aus LOB First in Wavy. Ein Curse of Dragon in Wavy und ein Gaia, zorniger Ritter, in A-Print in Wavy. Für die, die es nicht wissen oder jetzt von Pokémon kommen, also es gibt einfach von LOB First zwei Prints, einmal Glossy und einmal Wavy. Bei Wavy, das ist anderes Papier oder anders gedruckt, also es ist halt, ich weiß nicht, was man im Video jetzt sieht, so ein bisschen vielleicht die Karte ist so ein bisschen wellig, vor allem auch das Holo. Ja, müsste man sehen, hier so in dem unteren Bereich so ein bisschen. Und die Glossy-Karten sind halt so wie ein, habe ich einen Ami-Sticker hier? Ja, aber die sind halt einfach so, ja, glänzend glossy. Also, kriege ich es jetzt hier wie sie? Ja, also sind halt einfach nicht wavy. Also wenn man eine wavy und eine glossy Karte nebeneinander hält, sieht man den Unterschied. Das ist 100% so. Also habe ich noch keinen gesehen, der sagt, nee, sieht genau gleich aus. Dann haben wir bei Blue Eyes noch Sint oder generell bei LOB und NA haben wir hier einen DDS in der 8.5. Ist hier SGC, ist natürlich jetzt hier nicht das Gelbe vom Ei, aber trotzdem mal nett, was man kriegen kann. Sehr geile Karte in Secret Rare, schon mega. Dann haben wir hier noch Prismatic Secret Rare, den Red Ice Black Metal Dragon. Den hatte ich ja schon länger in der 9 in der Sammlung. Habe ich jetzt endlich geupgradet auf die 10, aber die Karte sieht schon einfach nur krass aus. Also es ist was ganz Besonderes. Und dann haben wir noch hier ein bisschen German. Einmal die unlimitierte Karte, von der ich eben gesprochen habe, ist hier der Black Rose Dragon in Deutsch, weil einfach den in Ghost Rare First zu finden, ist halt so schwer und die wollen immer tausende Euro für direkt haben in Niemand. Deswegen habe ich erstmal hier mich für die 8 entschieden. In Anlim habe ich schon mal die Karte und wenn ich irgendwann mal eine gute finde, dann werde ich hier auch auf First Edition upgraden, aber ich finde, die macht doch sowas her. Also richtig schöne Karte und einfach nur geil. Ich habe eine 2 in First, aber nur in der 6 und das ist halt immer so, ich sammle eigentlich eine 8er und Erstauflage. Jetzt habe ich eine Erstauflage in einer 6 und eine unlimitierte in einer 8. Ja, aber machst du nichts. Habe ich erstmal beide und wenn ich halt irgendwann eine 8 in First finde, dann verkaufe ich einfach die beiden und dann müsste ich das Geld roundabout wieder drin haben. Und dann haben wir hier noch zum Schluss einen Black Sky Dragon in German, Metal Raiders First PSA 9. Ist auch was relativ Seltenes und sehr Geiles. Und die Secret Rare aus Spell Ruler oder Magic Ruler, im Deutschen Spell Ruler, den Blue Eyes Toon, auch in der PSA 9. Also das wären soweit die Sammelzugänge. Ich finde, hier sind ein paar sehr, sehr krasse Grails dabei und bin ich auch sehr froh. Und natürlich hat das alles auch gewisses Geld gekostet, was man auch erstmal haben muss. Und deswegen schaut gerne mal auf unseren Kanal. Ein und zwei Videos davor müsste das Video gekommen sein, warum wir alle unsere englischen Pokémon-Karten verkaufen. Und da habe ich mir ein bisschen die Gründe erläutert und einfach noch ein bisschen was gezeigt. Und da hatte ich halt, wie gesagt, einige Karten abgegeben und vertauscht. Und so kam ich unter anderem hier an die deutschen Karten an. Weil wenn man immer nur zukauft, so, das klappt ja auch nicht. Dementsprechend habe ich einfach überlegt, komm, sammelst du Deutsch only, habe ich meinen englischen Stuff abgegeben bei Pokémon. Und dann hat man wieder Platz für neue Karten in der Sammlung. Dann könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Da gibt es auch immer ein paar neue News zu der Sammlung, Stories, Umfragen und so weiter. Und lasst gerne hier auch ein Abo und ein Like da. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Haut rein. Ciao.